Neukundengewinnung oder Recruiting? Neukundengewinnung oder Recruiting? Wenn du genügend Neukunden hast, dann hast du häufig das Problem, in der Delivery, also quasi abliefern zu können. Da brauchst du meistens mehr Mitarbeiter oder bessere Mitarbeiter oder einfach mehr, viele gute weitere Mitarbeiter. Und wenn du dann, sagen wir mal, viele Mitarbeiter hast, aber dann sozusagen im Projektgeschäft bist und die Projekte sich dem Ende zuneigen, dann hast du häufig sehr schnell einen Overhead, der negativ ist. Und dann brauchst du ganz schnell wieder neue Kunden. Also letztendlich dieses Wechselspiel von Neukundengewinnung und Recruiting und Mitarbeitergewinnung und Management, ja, Ressourcenmanagement, Kapazitätenmanagement sozusagen und Neukundengewinnung, Neukundengeschäft, Bestandskunden ausweiten, Customer Lifetime Value maximieren etc. Dieses Wechselspiel, das ist der größte Brennpunkt und im Kern letztendlich das, worum sich sozusagen mehr oder weniger jeder Softwareentwickler, IT-Dienstleister Tag für Tag den Kopf zerbrechen muss. Und über dieses Thema möchte ich heute in diesem Video sprechen. Zuerst mal Neukundengewinnung. Mache ich schon seit Jahrzehnten für die IT-Dienstleisterbranche, aber auch Softwareentwickler, Hersteller, das heißt auch fertige Softwarelösungen, ja, versuche ich hier besser zu verkaufen. Also viele große Hersteller auch haben das Problem, dass sich ihre Lösung nicht mehr einfach so von selbst verkauft, ja, wie SAP, Salesforce, Oracle, Adobe etc. pp. Weil einfach mittlerweile jeder große Hersteller mehr oder weniger so ziemlich 80-90% der Bedarfssituation da draußen eines großen Unternehmens abdeckt. Ja, also alle Enterprise-Lösungen mehr oder weniger können zwischen 70-90%, je nach Hersteller, so ziemlich alle Bedürfnisse abdecken, zumal ja auch Teilbereiche zunehmend ineinander übergehen und zusammenfließen. Das heißt, die Produktion fließt langsam mit dem Vertrieb zusammen, ja, der Vertrieb langsam mit der Logistik und so weiter. Also das heißt, was früher noch sehr, sehr getrennte Bereiche waren, also der Vertriebsleiter hat sich nicht unbedingt jede Woche mit dem Produktionsleiter getroffen und der Produktionsleiter nicht unbedingt jede Woche mit dem Logistiker. Ja, das ist halt, hat sich ein bisschen verändert, seitdem ich Industriekaufmann gelernt habe vor knapp 30 Jahren. Jetzt mal ganz kurz zum Thema Recruiting. Recruiting ist ein Thema für sich und ganz extrem wichtig, wahrscheinlich wichtiger wie in den meisten anderen Ländern im deutschsprachigen Raum bzw. in Deutschland. Denn was nirgendwo so, sagen wir, so ausgeprägt ist wie in Deutschland, sind Mitarbeiterrechte. Also dieses ganze Thema Arbeitsrecht ist ein unfassbar ausgedehntes Feld. Ich glaube, wieder mal atypisch für den deutschen Markt, also sowas Ähnliches wie das Steuerrecht. Ja, es gibt wahrscheinlich kein komplizierteres Steuerrecht wie in Deutschland. Und auch beim Mitarbeiter, beim Arbeitsrecht ist es ungleich kompliziert. Es ist historisch so gewachsen. Ja, seit dem Zweiten Weltkrieg sind diese zwei Bereiche, also basierend auf der sozialen Marktwirtschaft, soweit sie heute noch vorherrscht, und letztendlich auch auf der Gewaltenteilung. Man wollte also sozusagen, das sind nachkriegliche historische Geschehnisse, die dazu beigetragen haben, möchte jetzt nicht weiter ausführen, dass wir dort unfassbar komplexe, mit Absicht so ursprünglich mal aufgesetzte Gesetzeslagen haben und Verflechtungen und was weiß ich alles. Daraus hat sich dann eine riesige Lobby, also eine riesige Wirtschaft und damit auch Lobby ist dadurch entstanden. Ja, also es gibt eine wahnsinnig große Umsatzvolumen von Anwälten, die sich auf Arbeitsrecht spezialisiert haben und Ähnliches und Vertragsrecht und so weiter und Steuerberater und so weiter und so weiter. Also das heißt, das ist auch so schnell wird sich das nicht verschlanken oder optimieren oder sonst was, wird eher noch viel, viel schlimmer. Und deswegen müssen wir, wenn wir wir sind jetzt Unternehmer, deutsche Unternehmer und wollen auch hier Leute einstellen, also wir wollen ja deutsche Leute haben, also deutsche, ansässig deutsche Leute, sodass wir hier auch ein vernünftiges Unternehmen haben mit festen Angestellten. Also das ist ja häufig auch eine Frage, ja, also jetzt ohne, völlig wertfrei, wenn ich Akquise mache für meine Kunden, Akquise für Softwareentwicklung zum Beispiel, dann kriege ich häufig eine Frage, die dann gestellt wird, ja, macht ihr das Ganze dann mit Freelancern? Ja, weil die wollen ganz genau wissen, wie ist denn die Delivery? Ja, wie ist denn die, wie die Beständigkeit, die,
die Konstanz, ja, wie ist denn das Kapazitätenmanagement bei diesen Softwaredienstleistern? Also letztendlich ist das Thema Recruiting unmittelbar mit der Neukundenakquise verknüpft. Das heißt, bereits im Erstcall, also ich rede von einem Kaltakquise-Call, ja, mit jemandem, mit dem ich noch nie vorher gesprochen habe, ja, Teamleiter von SAP, da geht es um Rahmenverträge von 200.000 bis 1 Million und mehr pro Jahr. Ja, und in dem allerersten Call, der in dem Fall sogar über 35 Minuten gedauert hat, also wirklich sehr guter Kaltakquise-Call, muss man sagen, war natürlich schon ein bisschen vorbereitet auch, muss ich zugeben, Details in weiteren Videos oder auch gerne bei mir in der Strategie-Session, wie man also so den Erstcall so vorbereiten kann, über E-Mails, über Vorgespräche mit Kollegen, mit Vorgesetzten und so weiter, dass letztendlich dann, wenn ich den tatsächlichen Entscheider einer großen Firma spreche, das Ganze schon so vorgebaut ist, dass dann diese letztendlich gar kein Kaltakquise mehr Gespräch mehr ist, sondern obgleich das erste Gespräch ist mit der Entscheiderperson, die dann die Aufträge vergibt, in dem Fall war es ein Teamleiter. Also nur mal kurz dazu nochmal, ein Teamleiter in einem großen Konzern hat ganz andere Autorität, ja, als wie ein Teamleiter zum Beispiel in einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern. Ja? Also auch da mal, gibt es vielleicht auch nochmal ein paar Videos dazu. Ja? Also Teamleiter ist nicht gleich Teamleiter, IT-Leiter ist nicht gleich IT-Leiter. Also es ist immer dasselbe Wort, aber je nach Unternehmensgröße und so weiter, Branche, Nische und so weiter, wieder völlig andere Persona, völlig andere Bedeutung, völlig andere Gewichtung. Ja? Okay. Also, Kaltgespräch, 35 Minuten, haben wirklich alles durchgesprochen, Folgetermin vereinbart, wird wahrscheinlich ein großer Rahmenvertrag, bin sehr stolz drauf. Aber was wir natürlich sofort, eine Frage kam natürlich sofort oder mehrere sogar und auch noch in anderen Gesprächen, alles an einem Tag. Ja, ähnliche Themen, ähnliche Situationen, ähnliche Kaltgespräche. Und da hieß es eben, okay, wie ist es denn bei euch im Softwaredienstleister, wenn ihr da dann die Delivery macht, sind das Festangestellte in Deutschland oder sind das Festangestellte im Nearshore-Bereich oder im Offshore-Bereich, sprich in Osteuropa oder in Asien oder in Südamerika und oder auch Südeuropa, Portugal, ja, ist auch ein beliebtes Nearshoring-Exil. Und oder sind das Freelancer, ne, weil das eben sich hat Vor- und Nachteile alles, ja, je nachdem welche Leute, es geht letztendlich immer um die Leute, die für dich arbeiten, nicht jetzt unbedingt um die Vertragsform, ja, du kannst schlechte, gute Angestellte haben, du kannst aber schlechte, gute Freelancer haben, ja, es geht letztendlich um die Delivery und die Verlässlichkeit der Delivery, ja, also Fluctuation Mitigation, ja, kannst du dir mal aufschreiben, dieses Ding hier, wenn du das bieten kannst als IT-Software-Dienstleister, Berater, ne? Also wenn du quasi mit Manntagen Dienstleistungen verkaufst im Markt, ja? Und du kannst eine gute Fluctuation Mitigation, das bedeutet auf Deutsch, du kannst Beständigkeit bieten. Ja? Also das heißt, es wird nicht ständig alle paar Monate oder alle paar Wochen irgendwie ein Entwickler ausgetauscht, weil der sich woanders hin einspringen muss, ein anderes Projekt, das wichtiger ist, stärker priorisiert ist oder sonst irgendwas. Das gleiche gilt auch Berater. Ich habe schon viele Neukunden gewinnen können für meine Kunden, weil die unzufrieden waren mit ihrem großen Dienstleister. Warum? Nicht, weil jetzt der große Dienstleister schlecht oder gut wäre, sondern weil dort die explizite Berater, die dediziert auf dieses Projekt gesetzt wurden, ständig ausgetauscht wurden. Ja, dann wieder mit anderen Beratern, die wieder nichts wussten, müssen die wieder onboardet werden. Hier ist das Stichwort Onboarding. Ja, Cost of Onboarding. Ja, COO. Ganz, ganz wichtiges Ding. Cost of Onboarding. Da wo die meisten sagen, okay, hier müssen wir uns erstmal erkundigen. Ja? Also das ist auch einer der allerhäufigsten Gründe, warum preventing for making business. Ja? Also wo letztendlich ein Verhinderungsgrund, ja, letztendlich zusammenzukommen für ein erstes Projekt oder ähnliches. Weil die eben wissen, okay, jeder neue Dienstleister hat Cost of Onboarding. Also wir müssen neue Dienstentwickler, ja, es ist klar, ne? Also wenn ich Leute einstelle, fest,
ja, muss ich die erstmal onboarden und so weiter. Aber das sind ja eben gewisse Recruiting-Prozesse, über die ich jetzt eigentlich auch in dem Video sprechen wollte, aber es wird das Video schon wieder zu lang. Ich muss ein zweites Video machen, Leute. Ich muss ein zweites Video darüber machen, okay. Also desto besser dein Recruiting-Prozess, desto geringer ist die Fluctuation. Aber letztendlich, wenn ich jetzt einen Dienstleister habe, kommt das sozusagen, das ist ein externer Dienstleister, da habe ich das sozusagen, das ist letztendlich nicht meine Firma, also letztendlich gebe ich die Verantwortung auch ein Stück weit ja ab, ja, als verlängerte Werkbank, dass die sich um das ganze Recruiting kümmern und das müssen sie dann auch tun. Wenn natürlich jetzt ich einen externen Dienstleister mir mit etwas mehr Kosten, der hat ja einen gewissen Aufschlag in der Regel, dann reinhole und der nicht das Fluctuation Mitigation wirklich managt, ja, den Cost of Onboarding sozusagen mitigieren kann, ja, ausbalancieren kann, also relativieren kann. Ja, also wenn du es nicht schaffst, den Cost of Onboarding zu relativieren, indem du einfach gutes Fluctuation Mitigation providest, ja, bietest, dann hast du in der Regel immer ein Problem. Vielleicht hast du jetzt einen guten Vertrag, der kommt nicht so schnell raus, aber du hast jetzt schon mal mehr oder weniger unzufriedenen Kunden, der dann auch wiederum nicht so schnell wieder nicht wieder auf einen externen Dienstleister gerne zurückgreifen möchte. Also das sind die Dinge, die du auf jeden Fall in, was die Recruiting, Delivery, Onboarding Themen betreffen, die musst du auf jeden Fall super perfekt meistern, damit du auch ein gutes, sag mal, ein gutes Image insgesamt, was externe Dienstleistungen im Bereich Softwareentwicklung etc. pp. Betrifft, vermitteln kannst. Ja? Einen guten Erfahrungswert, einen positiven Erfahrungswert, der sich bei den Entscheidern, bei den Firmen und so weiter dann im Gehirn einbrennt sozusagen. Ja? Okay, ich werde jetzt hier mal den Cut machen, ja? Und dann das Ganze nochmal Recruiting-Prozess und so weiter für speziell Software-Dienstleister und so weiter nochmal in ein zweites Video packen. Ja? Kannst du jetzt schon mal den Kanal abonnieren, wenn du noch nicht abonniert hast und dem Video schon mal einen Daumen hoch geben. Dann weiß ich Bescheid, dass ich auch das zweite Video unbedingt machen muss. Ja? Oder einen guten Kommentar hier unten lassen oder ein Video teilen mit deinen Kollegen oder Mitarbeitern. Und sehen wir uns im zweiten Video. Ich freue mich bis dahin. Happy Hunting und wir sehen uns. Bye, bye.